Liebe Bürgerinnen und Bürger, nach kurzer Zeit wird in Hessen neu gewählt, und zwar am 18. Januar. Das liegt daran, dass im Landtag eine Regierungsbildung scheiterte. Das wiederum lag eindeutig an der SPD. Wie dem auch sei, Sie in Hessen stehen vor der Entscheidung, wie Sie den neuen Landtag zusammensetzen. Koch haben Sie die Mehrheit beim letzten Mal verweigert und wie ich meine, zu Recht. Warum? Herr Koch hatte nicht nur einen ausländerfeindlichen Wahlkampf geführt, sondern er hat ja reale Veränderungen auf den Weg gebracht. Krankenhäuser wurden privatisiert, Schulen wurden privatisiert, einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor lehnte er ab, Studiengebühren wurden eingeführt, die bekanntlich zur sozialen Ausgrenzung führen. Dagegen gab es eine Alternative. Die alternativen Chancen sind verbaut worden. Aber nun stehen Sie vor der Frage, wen Sie wählen. Die SPD? Sie ist doch nicht zu berechnen. Niemand weiß, in welche Richtung sie geht. Im Übrigen hat sie erklärt, mit der CDU und Herrn Koch durchaus koalieren zu wollen, also das Gleiche zu machen. Die Grünen haben ebenfalls ihre Bereitschaft erklärt, mit der CDU zu koalieren. Und die FDP sagt sowieso etwas anderes als eine Koalition mit der Union kommt für sie gar nicht in Frage. Herr Koch wiederum sagt, nein, er will eigentlich nur mit der FDP koalieren und nicht mit den anderen. Etwas könighaft entscheidet er über diese Dinge. Es gibt nur eine wirkliche Alternative. Das ist die Linke. Wir legen ein anderes Programm vor. Wir wollen einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Wir wollen Chancengleichheit in der Bildung. Wir wollen, dass die Art der Erkrankung der Maßstab für die Arbeit von Krankenhäusern wird und nicht der Gewinn. Diese anderen Ansätze, die könnten auch in Hessen gelten. Sie könnten zumindest gestärkt werden. Und zwar dann, wenn Sie die Linke eben gestärkt in diesen Landtag schicken und damit allen anderen neoliberalen Parteien klar sagen, nein, wir wollen ein anderes Hessen.